Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Schickt mal bitte Trimax-Clip und den Jeffrey-Clip. Ich zeige euch, warum Schießen so krass wichtig ist. Ich habe jetzt mit ein paar E-Sportlern geredet. Guckt euch das Tor bitte an. Ist aber geil, dass so eine Tore passieren. Guck mal hier. Haaland. Er hat... Ich glaube, wenn du das kannst mit grün, das war halt grün, ne? Guck mal, achtet mal, du kannst ja gar nicht übers Tor schießen. Er lädt komplett auf, Freunde, und trifft grün. Und Haaland hat 90 Schießen. Haaland. Bam. Er hat Tor Nummer 3. Ich habe sowas jetzt schon öfter gesehen, das war schon sehr krass. Also ich empfehle euch auch schussstarke Spieler. XQC-Chat, der hat anscheinend, der hat keine Ahnung von FIFA, hat irgendwas krass gezogen. Okay. Another son, you know, I'll take a second one. Der freut sich mehr über Leihspieler Son. Ich bin da auch schwer abzuschrecken. Oh, was ist das? Oh. Ich hab die Kohle! Brasilien! Nein. RW! Nein. Garinka! Ja! Ja! Nein. 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 Bei Nein. Unter 10.000 Euro. Oh mein Gott, wie leicht. Ich bin der Beste. Nice, aller Zeiten. Nice. Bei unter 10.000 Euro. Eli, schau dir mal mein Team an. Das soll's werden? Das ist es. Fünferkette, alles nur dunkel. Hä, hey, Viererkette ist das, oder? Nee, ich mach Ingame Fünferkette mit. Okay. Hey, du hast gerade ein anderes Team gezeigt, oder? Achso, das ist das Endergebnis, Eli. Ach, das ist das Endergebnis. Das ist das Endergebnis. Komplett dunkel. Ja. Mit einem ganz dunklen Abgrund. Ja. Dann gehe ich ins Mittelfeld mit Valverde. Ja. Und Touré. Auf der 10 kommt Vinicius. Und dann haben wir so einen Doppelsturm mit Rudi und Krisch. Also Krisch und Rudi ist wirklich coole Offensive. Erste WL-Chat, so stelle ich es mir vor. Die App funktioniert auch nicht. Ja, der Hamster-Chat, der Hamster da drüben in Kanada, der braucht eine kleine Pause. Bei der Kommunikation mit FIFA ist ein Fehler aufgetreten. Ja, weil wir wirklich. Ich zeige euch jetzt mein Team. 4-2-2-2. Die beiden hole ich mir, egal was passiert. Nummer 1. Und Nummer 2. Und beim Rest bin ich noch am Überlegen. Wer ist die zweite 6? Ist das Ruth? Ist das Philipp Lahm? Das weiß ich noch nicht, wer die zweite 6 ist. Ich sag, Yaya Touré wird overhyped. Sagst du? Ja, jo. Ich würde oder Baby Zidane sogar. Finde ich auch cool. Baby Zidane 5-5. Ja, sowas ist ein guter Call. Baby Zidane ist sogar ein richtig guter Call gerade. Marquisio, nein. Baby Zidane ist hundertprozentig tausendmal besser als Yaya Touré. Hier Roberto Carlos, den hatte ich jedes Jahr. Ich fand den immer geil. Aber der hier. Und jetzt geht's halt los. Hier bei den anderen kracht's bei mir. Ich hätte Bock, Euse zu holen. Aber ich will eigentlich 5 Sterne Skiller da überall da vorne haben. Ginola. Ginola ist natürlich ein guter Call. Ginola 90, 91, er hat 5-5. 5-5, 5-5, 5-4, 5-4. Cruyff. Cruyff war nie mein Spielertyp. Die Cruyffs fand ich nie so gut, Chat. Viel zu teuer. Ich hatte Cruyff. Jedes Mal aufs Neue habe ich den getestet. Und jedes Mal war ich enttäuscht. Was macht man in der Abwehr, Chat? Maldini, Carlos Alberto mal testen. Ich will Carlos Alberto einmal testen. Auf jeden Fall. Bei denen habe ich ja schon. Und mit 90 Pace und 87 Def, man kann ihn IV spielen. Wer wird der andere? Lucio? Nee. Rullet, Digga, für einen Innenverteidiger 5 Millionen ausgeben, ist verquatscht. Maldini IV, also den Baby, weiß ich noch nicht. Was mit Lahm? Lahm habe ich auch überlegt. Ich muss mal gucken, wie viel Coins ich am Ende habe. Stand jetzt kostet das Ding 20 Millionen. Willi für WL, ja. Willis zweitschlechtester Wert ist Verteidigen und er ist Abwehrspieler. Ich glaube, dieser Jairzinho, sie ist ja krass. Ich glaube, der wird überhyped. Der ist halt eigentlich wie Garincha, ne? Nur ein bisschen bulliger. Ist halt. Wobei der sieht schon ganz gut war immer aus. Krass. Dieser Jairzinho, 93, 91, 89. Ich weiß nicht, ob der so gut ist, Chat. 90, der hat halt auch echt einen guten Schuss, Digga. Der ist besser als Garincha. Er hat 89 Schießen und er ist schneller. Er hat halt schlechteres Dribbling. Ich denke, so würde ich spielen. Ich überlege hier noch Euse hinzustellen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Euse ist dieses Jahr krass, Chat. Schussstats. Schussstat. Cool. Und dann werde ich ab und zu mal ein paar Spieler testen. Dieser Jairzinho. Willst du nicht mal Maldini spielen? Also Abwehr bin ich experimentierfreudig. Ja, ich komme nicht in FIFA rein. Ach, Chat, man kommt nicht rein. Was soll ich euch erzählen? Guck mal, man kommt nicht rein. Die kommen alle nicht rein. Qualität vorhanden bei ihr, ernst. Ah, er ist wieder da. Nachher dachte ich mir nicht das. Da, boah.
Boah. Auf jeden Fall, ich hab's gesehen und wusste ganz genau. Guck mal, seine zwei. We talking about Mode. Guck mal, gleiche Reaktion, wenn er sieht, dass ich zugucke, dann wird er wechseln und sagt, und geht die FIFA-Server wieder? Genauso. Jetzt wechselt er und sagt, und wir gehen in FIFA. Geh immer noch nicht, der Shop. Ich probiere die ganze Zeit, Chat. So verwandelt ihr jeden Freistoß in FIFA 23. Und zwar sind es die Inneres-Freistöße, die sehr OP sind. Gezielt mit dem linken Stick neben die Mauer, also dass diese gelbe Linie gutes Nackenkissen. Neben dem Spieler steht. Könnt jetzt mit dem rechten Stick den Punkt bestimmen, wo ihr den Ball treffen möchtet. Ihr geht so weit nach unten links, bis da Inside Foot Curl steht. Und wenn ihr genau hinguckt, sind in dem Kreis Kästchen. Und ihr platziert den rechten Punkt jetzt unterhalb der letzten Linie. Und so weit nach außen, wie es geht. Also genau da, wo ich den Punkt platziert habe. Und ladet. Okay. Der kommt. Ja, okay, ich bin der Beste. Also ein Schritt so, das ist für mich ein Schritt. Ich glaube sogar, sie hat ein bisschen untertrieben. Ich glaube, man muss schon fast zwei Schritte. Kommt drauf an, wer den Schritt macht. Dann so weit wie möglich. Ihr dürft nicht zu hoch, ihr dürft aber auch nicht zu tief. Ihr müsst so auf dieser Linie sein. Gebt mir vier Ball. Oh, waren fünf? Zeig mal her. Okay. Vor allem, das ist Ronaldo. Ich glaube, der hat nicht mal so gute Freistoßwerte. Ja. Gut. Gib mir Freistöße und ich knall sie euch ein. Ist das skilllos? Melina, komm mal kurz her. Ich brauche einen Test. Ich muss einen Test machen. Wenn sie das jetzt schafft, Versuch Nummer 1. Du machst diesen Pfeil hier, siehst du das? Diesen Strich? Mhm. Ungefähr so einen Schritt daneben. Okay? Mit links, mit diesem linken Stick. Und dann nimmst du den rechten Stick und siehst du hier das Ding hier? Ja. Das machst du so weit es geht nach außen. Und dann drückst du einfach mal komplett durch. Nee, du darfst nicht komplett durchdrücken. Nee, ist zu weit, glaube ich. Ja. Mit dem rechten Stick jetzt hier? Mit rechts? Mit dem rechten, der schießt gleich von alleine. Ganz weit, so weit es geht. So? Ja, und jetzt vier Balken. Nee, bisschen. Nee, ist. Du hast zu lange gebraucht. Nochmal. Drück X. Okay, wieder. Genauso. Ich sag mal nichts, bis du es schaffst. Vielleicht noch ein bisschen weiter, würde ich machen. Ja, okay. Jetzt rechten Stick, ganz weit. Ja, ja, ja. Und jetzt so vier Balken. Nee. Da darf nicht flach stehen. Da muss nach unten. Das muss unten. Efe. Und jetzt? Und jetzt vier Balken. Ich glaube, ich würde noch. Nee, es war zu viel. Ich sehe ja nichts. Ups. Ui. Okay, X. Das war zu doll, glaube ich, schon wieder. Ich verstehe es nicht. Du darfst nicht so doll raufdrücken, X. Aber ich drücke nicht doll auf die Taste. Ich drücke ganz leicht. Ja, du, vier Balken. Mach nochmal. Ein bisschen weiter hoch. Nee, das war zu wenig. Ja, Edi. Was für zu wenig? Okay, machen wir nochmal. Soll ich dir zeigen, wie es geht? Machen wir nochmal. Wenn du es so machen willst wie ich, du drückst erstmal hier. Scheiße. Mach mal. Du bist erstmal rechts, dann wieder nach links. Okay, mach. Dann wieder zack, zack, zack. Okay, jetzt drück X. Ich will gucken, ob das was mit Skill zu tun hat. Melina, was ich. Nein, ja. Nee, das ist zu. Das. Ewi. Ich glaube nicht, dass es reingeht. Bon. Wir sind verloren. Wenn du was. Wir sind verloren. Wenn du was lernen willst, Mensch. Controller werden. Okay, das ist over, das Ding. Das Ding ist over, Chat. Man braucht kein Skill für Freistöße. Ich bin halt geboren für FIFA. Was eine Scheiße. Und du halt nicht. Ist das eine Kacke, Digga. Soll ich dir den Trick verraten? Hast du nur einmal drauf gedrückt? Ja, einmal nur einmal zack und loslassen. Ja, zack. Ja. Ach du Scheiße. Fokus, also bis jetzt bin ich noch bei keiner E-Sport-Agentur. Hm. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach über Edi. Versuch mal links vorbei. Links vorbei, da muss ich mit Außenriss. Gleiche Prozedere vielleicht. Ach du Scheiße. Wie einfach sind denn Freistöße? Oh, ich will einen Foodtraft, ich will Leute so brechen. Die denke ich bin der größte Sucht und ich habe mir nur TikTok angeguckt. Wir machen mal Elber. Es gibt anscheinend irgendeinen Trick bei den Elbern. Ihr könnt jetzt schon komplett nach links drücken. Ihr drückt jetzt schon komplett nach links oder halt nach rechts. Und dann müsst ihr... Okay, das Ding ist sauber. Direkt ganz nach rechts oder ganz nach links. Ihr könnt nicht vorbeischießen und dann könnt ihr, glaube ich, voll aufladen. Nee, könnt ihr nicht. Ich glaube... Man darf nicht ganz so doll aufladen. Nicht komplett aufladen, würde ich sagen. Oh, der war gut. Aber dann kann das eventuell mal passieren. Voll aufgeladener Lüpfer in den Winkel. Oh, oh. Oh, oh. Das Ding ist over. Wenn ich jetzt noch ecken kann, werde ich Weltmeister. Gibt's bei Ecken irgendeinen Trick? Entweder schießen geht zwei WLs lang. Wir versuchen das jetzt mal mit Willi. Also wenn die ganzen Freistöße mit Willi gehen, Chat, dann habe ich alles gesehen. Ich habe eben Freistöße geübt.
Und Elfmeter, beides so geil, ne? Ja. Beides so geil. Oder? Elfmeter ist cool. Willi haut ihn ja auch ein. Lightning Rounds. Ja! Lightning Rounds. Was laberst du? Lightning Rounds? 25 Capex? Pack Battle, wer aus den Dingern mehr zieht, 10 Subs. Okay, Jungs, wer macht mit? Okay. Machen wir Pack Battle? Digga, da ist nichts drin. Okay. Da wird nichts drin sein. 10 Subs, wer den besten hat. Alle an den ersten. Rating, bitte Rating, oder Rating? Ja, okay, Rating. Jungs, Rating? Warte, Jungs? Rating. Ja. Wenn Rating gleich ist, wert, okay? Ja. Und los. Spanien. Oh, komm. Keine Scheinwerfer. 83. Keine Scheinwerfer. Nee, ist cool. Mein Gott. Was? Nein, Spaß. Oh mein Gott, dieser Wichser, Digga. Digga, ich dachte wirklich, er hat einer, ne? Ich hab mir fast gerade in die Hosen gekackt, nebenbei. Ja. Boah, ich war schon so. Digga, wo du sagst, ich muss kacken, bis gleich, Jungs. Ich hab 83, Diego Carlos. Ich hab auch 83er. 83er. Ach, Digga, bei mir ist nichts schon wieder. Ich hab noch zwei. Okay, dann mach noch. Zieh noch eins und dann, warte jetzt. Oh, es ist so ein Vollbruch, yeah. Digga. Ich mach auch gleichzeitig auch, so wenn cool, ich nicht wenn wir alle jetzt einen Walkout hätten. Ihr sagt, wenn ihr auf Yes okay. drückt. Auf eins, Jungs, auf eins. Okay. Auf drei. Eins, zwei, drei. Drei, go. Gönn. Gib es mir. Walkout! Oh, wie ein Bomb in der ZOM. Nein! Bruno! Laporte! Nein. 83. Doch. Was ist 86? Ist Laporte 86 oder 87? 86. Ich habe auch 86. Oh. Bruno ist mehr wert. Ah, Willi Krater. Nein. Es gibt noch nicht sowas wie Footbin, oder? Digga, natürlich. Nee, Bro. Kommt das nächste Woche. Bro. Boah, das ist wieder drauf, ja. Das kann gut sein. Bro hat Wert gewonnen, Bro. Weiß man noch nicht. Ich weiß es. Ja. Du weißt es, ja. Für Paypal, ne? Ich würde ganz gerne mal hier eine Gift-Sub-Bombe von dir sehen, Roat, hä? Ich lieg deine Adresse, du Wichser. Okay, und ich zeig dich bei der Polizei, weil du den ganzen Tag kiffst, du Wichser. Walaye, Chat? Walaye, sagt ihr, Bros? Ja? Jo? Gleich haben wir wieder das perfekte Beispiel von einfach nachschreiben, was alle schreiben und keine Ahnung haben. Aber doch. Walaye, Bros? Walaye, das Pack hat jeder. Glaubst du, das Pack hat jeder? Ich hatte das Pack nicht gehabt. Das ist Laie. Das ist es, oder was? Warum steht da keine Laie? Walaye, 5 Spieler? Das ist ein 5 Spieler Laie-Pack? Laie drunter? Kann sogar sein. Vielleicht habe ich mich gerade hier zum Obst der Woche gemacht. Loan and Untradable Player Pack. Ich löse Loan Mbappé. Und wir gehen in den Imoroli. Mann, Digga, Butragueno bricht mich. Wie kann der denn, also, der hat letztes Jahr 1,4 gekostet. Wie viel hast du gekauft? Oh, warte, für 780, der kostet jetzt 900. Der geht gerade wieder ein bisschen hoch. Patrick? Diese Dreieckspässe sind so krass. Patrick Vieira, 900k, Baby. Carlos Alberto, 685. 600k! Carlos Alberto. Er kann IV spielen. Er kostet 600.000. Ist das respektlos. Philipp, mach mal auf, bitte. Maldini ist okay. Jungs, ich bin erstmal gemutet. Ich werde, lass mir kurz die Haare schneiden. Okay. Was? Ja, mein Friseur kommt vorbei. Okay. Ich bin momentan im FIFA-Modus. Ich kann nicht mehr in den Laden fahren, Digga. Oh, Sterling, nice. Der ist, glaub ich, ganz gut, oder? Costa Quanta, Chat? Ja, den 60er nehme ich mit hier, mit der Haarschneidemaschine am Kopf. Ja, muss man gucken. Ich greife gleich mein Bildschirm an! Ich glaube, die Zeit bringt das alles mit. Oh, Walkout! Haaland! Na endlich, Digga! Na endlich! Haaland ist da, gut so. Guck mal da, läuft er rein, jongliert. Bam! 147.000 für einen Spieler, der 3-3 hat und 80 Dribbling. Bester Spieler, den ich hatte in Draft, Diego Forlan. Oh, Walkout! Und Richarlison. Frankreich, gönn! ZDM? Oh! N'Golo Kanté, Chat! Heute ist ein guter Tag. Ich habe heute Haaland, N'Golo, Bruno Fernandes und N'Golo kostet 160k und der geht direkt über die Theke. Was eigentlich mit Sakul, er verlässt ja auch Fokus. Ja, Freunde, im FIFA-E-Sport-Bereich haben, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Fokus hat im FIFA-E-Sport-Bereich leider noch nicht so viel gerissen und deswegen gab es einen Umbruch. Was heißt ein Umbruch? Wir haben 3 neue dazu geholt und einer ist nicht mehr dabei. Also von den E-Sportlern her. Wir müssen im FIFA was erreichen und dazu brauchst du dann. Wir haben es probiert ein paar Jahre, hat nicht funktioniert und dann, ja, ist halt so. Wir haben jetzt den deutschen Meister, ja, aber der wurde nicht mit Fokus, so gesehen schon, ne? Er hat ja sozusagen da schon mit Fokus gespielt. Ne, er hat die WM mit Fokus, glaube ich, gespielt. Aber ihr wisst, was ich meine. So von der Saison vorneweg, das ist immer wichtig. Hartes Geschäft, ja. Wir brauchen, das ist so. Also wenn ich, es ist halt wichtig, dass du Erfolge hast, weil dadurch vermarktest du dann später dieses ganze E-Sport-Team. Könnt ihr euch das so vorstellen, Sponsoren wollen immer bei Turnieren vorhanden sein. Ist immer viel wert. Jetzt im FIFA-Bereich ist es sogar nicht mal geil.
geil, weil die Sponsoren gar keinen Bock hatten auf FIFA, teilweise. Also die letzten Jahre, weil es keine Turniere gab. Aber jetzt müsst ihr euch überlegen, das ist ein Fußball, das ist ein Fußballspiel, jeder versteht Fußball, FIFA WM, die finden es ganz cool und wollen dann halt auf diesen Turnieren vertreten sein. Und dafür brauchst du E-Sportler, die sich für diese Turniere qualifizieren. Ich würde auch immer voll gern da hinkommen. Ist FIFA schlechteste E-Sport bei Focus? Da haben wir bis jetzt mit am wenigsten so Titel, Erfolge, sag ich mal. Velo ist das erfolgreichste. Erstes Jahr direkt deutscher Meister geworden und auch international gut abgegangen. FNCS wurde Vortex Dritter, glaube ich. Und das ist halt, sowas bekommt ihr nicht mit, aber das ist so eine gute Grundlage für Vermarktungen und sowas. Was glaubt ihr, wie wir uns die ganzen Spieler da teilweise leisten können? Also es ist immer wichtig, sowas. Wenn ein E-Sport-Verein keine vernünftige Partner hat oder keine vernünftigen Geschäftsführer, dann läuft es nicht. Wir haben Glück gehabt, dass wir halt echt große Influencer haben und uns so ein bisschen über Wasser halten konnten, mäßig, sodass wir noch relevant sind. Aber so rein vom E-Sport in FIFA war das nichts. Muss man mal so hart sagen. Aber es gab ja auch nicht wirklich was, wofür sie sich qualifizieren konnten. Sind wir mal ehrlich. FIFA 20 und 21 gab es keine Offline-Events. In FIFA 22 gab es wieder das erste Offline-Event. Sonst gab es 2,5 Jahre keine Offline-Events. Ja, Corona. Aber es haben andere E-Sport-Titel haben es auch hinbekommen. Und Justin... Oh! Nein! Ich gucke immer nach links in den Chat und dann gucke ich nach und ich sehe nur Silber. Alles Silber. Jedes Mal bumsen die mich. Wie so ein paar Sachen abguckst, das ist schon geil. Oh! Lukaku 86 Walkout! Und das ist es! Um 22.13 Uhr. Ich hab mich verdrückt bei Ginola, ich hätte ihn gehabt. Was laberst du? War einer auf dem Markt? Ich bin auf Geburt gegangen, Eli. Dann war er weg. Lol. Da ist einer auf den Markt gekommen. Aber für wie viel denn? Für 1,5? 1,5. Oh, Thiago, Walkout. Da haben wir einen Walkout. Gucken wir uns mal den alle an. Ja, passt. Das sind dann aber auch meine Walkouts, Chat. Ich habe den Mickey-Clip, Chat. Die Chance. Was für ein Tor! Ein Über... FCR hat keinen. Ja, Klassiker. Ich zerbreche an der Road to Glory. So, da hätten wir also das 1-0. Ich zerbreche. Wenn man nur Packs öffnen kann, halt deine Fresse, du Sohn im Chat. Sagst du, wer du bist? Hab deine Mutter gef***. Da trennt er ihn vom Ball. Was kannst du denn schon? Bastard. Max, hast du schon was anderes gemacht, außer Packs geöffnet? Jetzt muss ich immer das hier machen, Chat, ne? Wie er lacht. Scheiß Lache. Achso, ich finde ihn so süß irgendwie. Was soll schneller sein, Chat? Was, die Frage? Ja, boah, halt, warte mal. Du glaubst, ich habe ein Game gemacht? Nicht ein Game, nicht mal eins. Ich mach so ein Testgame für Gameplay. Division Rivals spielen? Oder war der irgendwie ein Freundschaftsspiel machen? Ja, warum nicht? Nein, da kann ich doch keine Packs ziehen, hä? Bist du dumm? Bist du dumm, Rohat? Wie kommst du denn überhaupt auf die Idee, Bro? Tut mir leid, Alter. Man spielt das Spiel doch nicht, um das zu spielen, Bro. Rohat ist so naiv, aber lass ihn, der ist auch der Jüngste. Ehrlich, Rohat, mach doch mal auf. Oh. Nein. Hey, wir können hier nichts snipen, Chat. Nein. Oh, ich würde so gerne aufstehen und meinem Monitor so eine rechte Gerade geben und einmal in der Mitte zerscheppern. Warum denn? Jetzt brauche ich noch einen zweiten Spieler. Ey. Weil hier nur Kacke ist. Mir dann ein übergewichtiger Fettsack, der ein Kilo Hühnerfrikassee frisst, ins Ohr schreit, der seine Eiken gezogen hat. Mit Chiliöl. Oh, Walkout! Da hört es auch wieder auf. Neuer? No. Och Gott, Digga. Nach 20.000 FIFA-Points ein Walkout und dann ist es Kevin Trapp. Bist du so dick geworden, weil ich nicht mehr befinde? Nee, ich bin so dick geworden, weil jedes Mal, wenn ich eine Mutter fick, Paychamp, macht sie mir sehr gutes Essen. Und das geht auf Dauer auf die Hüften. Das ist sehr stark. Oh, jetzt ihr wieder? Wir haben zum Beispiel... Nottensohn, dein Vater ist ein Bastard. Sorry. Wir hatten zum Beispiel letztens... ich habe die Call of Duty Beta gespielt und ich fand das Spiel gut. Ich fand das Gun-Feeling gut. Ich fand das Balancing nice, den Sound nice. Ich habe die Maps gemocht. Es gibt ja gar kein EA... gar kein Activision Deutschland mehr. Also ich habe kein Placement, kein Partner. Ich habe gar nichts, ne? Ich habe einfach einmal die Beta angespielt. Ich fand's gut. Und dann schreibt jemand rein, Trimax, dumme Hurensohn, der darf noch nicht mal sagen, wenn er das Spiel nicht gefällt, weil er ist Partner, das ist Schleichwerbung. Wenn er sagt, das Spiel ist doof, muss er eine riesen Strafe zahlen. Und
Ich nehme seinen Kommentar, pin das an, ganz oben ans YouTube-Video und schreibe, ha, 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 du Hurensohn. Zwei Minuten später hat er seinen Kommentar gelöscht und ich muss mega lachen. Ich habe mal was gesehen auf Twitter, das fand ich witzig. Da hat sich irgendjemand beleidigt und meinte irgendwas mit, ich glaube, mit AMG. Der Trimax muss ja sein AMG zahlen. Ja, genau, irgendwas mit AMG. Und dann hast du gesagt, stimmt gar nicht, ich fahre einen Porsche. Was war nochmal die Nachricht? Was hat denn der da nochmal geschrieben? Irgendwo war der sauer. HSV-Stadion-Blog? Ach ja, ich kann mich daran erinnern, wo du ins Stadion gegangen bist und dann meinte er, ja, diese ganzen Influencer, die ins Stadion gehen und dann mit ihren AMGs durch die Gegend fahren und sich cool fühlen oder so. Und dann hast du geschrieben, stimmt gar nicht, ich fahr Porsche, du Niete. Ja, stimmt, ich fahr Porsche, du Niete. Genau deswegen, Team of the Week. Genau deswegen mach ich bei Pack Battles nicht mit. Obwohl, und jetzt hätte ich gewonnen. 84er reicht gerade, Eli. 84er. Ja, Jonas Hofmann, 84. Den ziehe ich ganz selten, Chat. 2 Jahre. Ich hab doch hier... Oh, Walkout! Bitte! Ach, Modric? Nee, Brozovic. Meine Walkouts, Digga. Das sind halt meine Walkouts. Brozovic ist ein Walkout? Brozovic ist ein Walkout. Oh, damn. Das wird nach.